Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag. Mein Name ist Eyüp Aramaz und ich bin Geschäftsführer der Aramaz Digital GmbH und heute geht es wieder um folgendes Thema. Und zwar im Bäckerei- und Konditoreihandwerk Mitarbeiter finden, binden, schulen. Ich habe heute ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar ist es ein analoges Thema. Bitte nicht jetzt wundern, warum kommt er jetzt mit irgendwas Analogem um die Ecke? Ja, auch das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sagen nicht, dass die digitalen Maßnahmen die eierlegende Wollmilchsau darstellen, das wäre falsch. Und ich bin der Meinung, man muss auch heute alle Maßnahmen im Zuge der Mitarbeitergewinnung differenziert betrachten. Das heißt ganz konkret, ich will Ihnen mal ein Beispiel in diesem Beitrag hier erwähnen. Dieser Beitrag nur am Rande, wenn ich über Videos spreche, der wird gleichermaßen auch als Podcast veröffentlicht. Wir machen das auf jeden Fall ganz bewusst, weil wir über Podcasts andere nochmal Menschen erreichen wie über YouTube. Und heute geht es um das Thema Bewerberpostkarte. Was heißt das? Sie haben das vielleicht schon mal gesehen als Bäckerei- oder Konditoreibetrieb, beziehungsweise setzen es vielleicht selber ganz aktuell ein. Das würde mich freuen auf jeden Fall. Es sind so kleine Postkarten, also DIN A5, DIN A6 Format, je nachdem, die zum Beispiel in den Filialen ausliegen und die Menschen, die aktiv auf Jobsuche sind, eine Möglichkeit geben, sich darüber zu bewerben. Das heißt, das sind so Karten. Ich nehme das jetzt mal hier symbolisch. Diese Karten liegen dann in den Filialen und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu bewerben. Das bedeutet, Ihre Filialen werden ja aufgesucht in Scharen, tausende Menschen pro Tag. Idealerweise kommen Ihre Filialen, wenn es hunderte sind, ist auch okay. Auf jeden Fall kommen Menschen in die Filialen, die kaufen täglich Brot ein, Brötchen. Warum soll man diesen nicht so eine Postkarte mitgeben eigentlich, worüber sie sich ganz bequem bewerben können? Das haben wir uns auch gedacht, schon vor 2 Jahren habe ich das eingeführt bei ganz vielen Betrieben. Und es gibt auch Betriebe da draußen, sehr viele, die das bereits machen. Deshalb gebe ich Ihnen ein paar Tipps für die, die das haben, worauf man achten sollte. Und die, die es nicht haben, hören Sie bitte ganz genau jetzt zu, weil das ist sehr, sehr relevant für Sie. Wenn Sie Mitarbeiter suchen, erreichen Sie ganz, ganz viele Menschen auch lokal über Ihre Fachgeschäfte/Filialen. Gehen Sie in Ihre Marketingabteilung, beauftragen Sie Ihre Agentur oder idealerweise Aramaz Digital, da machen Sie es gleich richtig auf jeden Fall, weil wir machen es tagtäglich für sehr viele Bäcker und Konditoren. Wir würden dann hingehen und gemeinsam mit Ihnen oder Sie machen das selber, eine Bewerberpostkarte kreieren. 2 Seiten, also doppelseitig, DIN A5 Format. Ich nenne sie Bewerberpostkarte, weil so eine Postkartengröße, lässt sich streiten, wie groß ist eine Postkarte, aber lassen Sie uns mal bei DIN A5 einfach mal bleiben, ja, als Postkartengröße. Und das ist eine Schnellbewerbungskarte, die am Ende dafür sorgt, dass ich halt sehe, oh, das Unternehmen sucht gerade, also Bäckerei Beispiel, nenne ich das Unternehmen jetzt, sucht nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, diese Postkarte muss erstmal emotional sein. Sie muss auf dem Titelblatt Menschen haben, die mich anlächeln idealerweise. Ich muss erstmal irgendwie authentisch, natürlich Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Bitte keine gekauften Bilder, ich sage es immer wieder, das wirkt nicht gut. Und dann steht auf dieser Postkarte, wir suchen dich oder komm in unser Team, komm in unsere Familienbäckerei oder. Und dann habe ich dort idealerweise 2, 3 Personen aus Ihrem Betrieb, die ich dann halt sehe und ich kann dann halt erstmal das Deckblatt, das nehme ich dann in die Hand, diese Postkarte, unten steht dann in klein wende oder fülle unsere Kurzbewerbung aus oder fülle diese Postkarte aus. Dreh einmal die andere Seite, da können Sie schreiben, was Sie wollen, aber mehr ist nicht auf der vordersten Front, mehr nicht. Also, komm in unser Team, emotionales Foto und dann kleiner Beitrag unten, fülle unsere Kurzbewerbung aus. So, dann drehe ich das Ganze und jetzt wird es spannend. Und jetzt muss ich hier auf jeden Fall Folgendes erstmal aufweisen und einbringen. Ich muss auf die Postkarte drucken, erstmal als erste Frage, für welchen Bereich interessierst du dich? Und dann kann ich ankreuzen, Verkauf, Backstube, Konditorei, Fahrer, also Auslieferung, Disposition, Verwaltung oder Ausbildung. Ausbildung, Verkauf, Ausbildung, Bäckerei. Und dann habe ich oben hier quasi diese erste Frage. Und dann ohne weiteres die Kontaktdaten. Wir melden uns bei dir zeitnah. Bitte gebe uns auch kurz einmal bekannt, wie wir dich erreichen. Und dann Vorname, Nachname würde ich einfügen. Dann Telefonnummer würde ich abbilden, E-Mail-Adresse, das war's. Bitte keine Wohnanschriften und wie auch immer und welchen Abschluss hast du, das füllt keiner aus. Es lautet ja Kurzbewerbung, es ist ja eine Schnellbewerbungskarte. Das heißt, das sind die einzigen Inhalte, die ich hier abbilden würde. Einmal die Frage, für welchen Bereich interessierst du dich und dann halt die einzelnen Fragen bzw. die einzelnen personenbezogenen Daten. Natürlich mit dem Zusatz, wir behandeln deine Daten streng vertraulich. Ich würde auf jeden Fall die Datenschutzerklärung mit quasi als Link, also als
URL einfügen, wie man diese erreicht, wenn man sich mehr, wenn man darüber mehr wissen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie dürfen nicht einfach irgendwelche Personendaten speichern, also Bewerberdaten. Und dann würde ich auf jeden Fall noch einen QR-Code einfügen. Das kann man auch auf die andere Seite einfügen, das spielt überhaupt keine Rolle. Auch über den QR-Code habe ich jetzt eine Möglichkeit, wenn ich sage, hey, diese Karte ist ja alles schön gut, aber ich bin eher so dieser digitale Typ, ich habe jetzt mein Handy dabei, dann kann ich auch quasi einen QR-Code drucken und dann, wenn ich den QR-Code scanne, ganz wichtig, der darf nicht auf die Startseite führen, ja? Es hat keiner Bock im Netz, irgendwo auf auf die Startseite zu gehen, eine Internetseite und sich da rumzuwühlen oder so zu gucken, worüber bewerbe ich mich. Nein, wenn ich diese Karte scanne, möchte ich bitte auf die Karriereseite und auf der Karriereseite soll mir sofort eine Option, sollte sofort eine Option dargestellt werden, dass ich halt anklicken kann, Verkauf oder Backstube, ja? Und nichts anderes mache ich. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten lasse ich bitte den QR-Code weg, weil ein QR-Code ist auch da nicht, ich sage jetzt mal, die eierlegende Wollmilchsau. Dann lieber die Karte so lassen, wie ich es beschrieben habe. Dann kann man auch sowas einfügen wie informier dich oder mehr Informationen unter bäckereibeispiel.de/karriere. Aber das sind so die Grundzüge. Da kann man jetzt nochmal ins Detail gehen. Das machen wir in Beratungsgesprächen. Wenn Bäckereien und Konditoreien mit uns zusammenarbeiten, bekommen sie auf jeden Fall solch eine zum Beispiel Bewerberkarte zugeschickt. Weil wir einfach sagen, so uns unterscheidet vor allem die Tatsache, dass wir einfach über den Tellerrand hinausschauen. Wir sind zwar digital hier unterwegs, wir bezeichnen uns auch als digitale Macherinnen und Macher, aber wir wissen auch, dass am Point of Sale, und zwar vor Ort in den Fachgeschäften und Filialen, es so viele Menschen gibt, egal ob es durch Displays ist, zum Beispiel Displays werden auch von uns bespielt, wenn sie welche haben, oder ob es quasi der Kundenstopper ist, also das heißt, die Plakate sind oder. Wir bespielen alle Kanäle. Und das war ein Beispiel, das ist nicht mit viel Aufwand verbunden. Heute bekommt man durch die ganze Online-Druckereien oder auch durch lokale Druckereien, bekommt man diese Karten wirklich für einen sehr, sehr guten Preis ausgedruckt. Man muss es nur einmal erstellen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie so eine Bewerberpostkarte, Schnellbewerbungskarte aussehen muss, wie Sie das platzieren, wie Sie das idealerweise wirklich auch taktisch da, ganz, ganz wichtig, wie Sie das den Menschen geben, weil einfach ausliegen wird zu keinem Erfolg führen. Wie Sie da vorgehen müssen, wo Sie es platzieren, in welchem quasi, wie Ihre Filiale dort mit diesen Karten bestückt werden sollte, dann sollten Sie sich bei uns melden unter www.aramas-digital.de und dann können Sie ein kostenfreies Informationsgespräch führen. Dieses Gespräch führe ich durch und im Vorfeld werden wir Sie anrufen, natürlich auch befragen, welche Themen Sie interessieren, also finden, binden oder schulen. Und dann gehen wir im Detail auch auf diese Karte gerne ein, aber auch auf alle anderen Themen, die relevant sind im Bäckerei- und Konditoreihandwerk. Vielen lieben Dank, dass Sie nochmal eingeschaltet haben und zugehört haben oder sich das hier angesehen haben. Ich freue mich auf den nächsten Beitrag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.